Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Meine Güte, was war das für ein Spiel, Christoph? Gut gestartet, mit 12:8 in die Pause und dann zweite Halbzeit war echt ein Krimi. Ja, erstmal muss man festhalten, dass das Unentschieden, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis ist. Wir haben die erste Halbzeit dominiert und besser gespielt und Erlangen hat die zweite Halbzeit besser gespielt. Nichtsdestotrotz müssen wir zu Hause gewinnen, wollen auch zu Hause gewinnen, aber ich glaube, wir sollten den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, weil wir haben nicht verloren, das muss man auch festhalten. Wir haben uns aufgerappelt, Erlangen steht viel weiter unten, als wir mit dem Kader müssten und deswegen glaube ich, war das eine gute Reaktion auf das Spiel von letzter Woche bei den Rhein-Neckar-Löwen, auch wenn wir natürlich auch ein weinendes Auge haben, weil wir heute zu Hause nicht gewinnen konnten. Fazit, du bist nicht unzufrieden. Na, wenn man die letzten drei Aktionen von uns sieht, Isa kann den Sack zumachen, Horni holt oder ich schieße ein Tor, wo ich noch nicht weiß, warum es nicht gezählt hat. Und dann muss man sagen, Tim Hornke hat uns letztes Jahr und dieses Jahr schon mehrmals den Hintern gerettet mit Nerven aus Drahtseilen. Und deswegen muss man sagen, wir hätten das Spiel gewinnen können, wir hatten es selbst in der Hand. Aber wie ich eben schon mal gesagt habe, das Ergebnis geht, glaube ich, in Ordnung, weil die zwei Halbzeiten immer eine andere Mannschaft dominiert hat. Und deswegen ist das in Ordnung und traurig bin ich über ein Unentschieden im Normalfall nicht, auch wenn ich gern gewonnen hätte. Warum dein Tor nicht zählte, weißt du auch nicht. Also ich konnte es mir nicht erklären. Nein, sie haben irgendwie gesagt, dass wir beide im Kreis stehen oder so und deswegen mussten sie abpfeifen, glaube ich. Aber in der Hektik habe ich das nicht richtig verstanden. Gut, wir hatten die Chance. Wir hatten vorher die Chance, wir können den Sack zumachen, das haben wir nicht getan. Und deswegen, ich habe es eben schon mal gesagt, ich kann mich nicht richtig freuen, ich kann mich aber auch auf keinen Fall richtig ärgern. Und deswegen, so ist es immer nach dem Unentschieden. Die Reaktion nach dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel war wichtig und das haben wir heute getan, gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe einen Punkt geholt. Und, ja. So lassen wir stehen. Ja, gerne. Dank dir. Premiere heute beim Spiel gegen Erlangen. Ja. Wie fühlst du dich? Ja, mit dem Punkt kann man zufrieden sein, bin ich aber nicht ganz, bin ich ehrlich. Ich meine, wir sind gut gestartet in der Partie. Piotr hat uns da wirklich alles hinten rausgepickt. Haben, glaube ich, mit 5, 6 Toren am Anfang geführt, das zum Ende ein bisschen weggeschenkt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt hier mit dem Punkt rausgegangen sind. Ich glaube, auf die Leistung können wir aufbauen in Zukunft. Ja, absolut. Aber für dich jetzt mal gesprochen, erstes Bundesligaspiel, erster Einsatz, wie lange hast du darauf hingefiebert? Ja, darauf hingefiebert konnte ich nicht ganz. Ich habe heute Morgen noch meine erste Abiturklausur geschrieben, meine Vorabiklausur. Aber ich kann mich nur bei allen Leuten bedanken, die es hier möglich machen, dass ich überhaupt hierbei sein kann. Das ist natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn man das erste Mal einläuft, bei der Musik, mit den ganzen Leuten, die man jetzt kennengelernt hat in den letzten Wochen. Also ist schon was Schönes, ja. Wann hast du denn von Florian erfahren, dass du im Kader bist? Zu dem Spiel, das habe ich gestern Mittag erfahren, dass ich heute mitspiele. Hat das die Vorbereitung auf die Klausur ein bisschen beeinträchtigt? Ja, natürlich ein bisschen schon. Man denkt dann schon viel drüber nach, aber während der Klausur ging das eigentlich. Nach der Klausur am Mittag wurde es dann extremer und ist schon enorm, was man dann denkt. Die ganzen, wie die Zuschauer auf einen zukommen und sagen irgendwie, ey, kennt man den nicht als 17-Jähriger. Aber ich bin, glaube ich, ganz gut aufgenommen worden hier in der Halle. In welchem Fach hast du denn die Klausur geschrieben? In Sport. Okay, gut. Also du warst vorbereitet. Ja, ich war vorbereitet. Und dann, wie war die Zeit nach der Klausur bis heute Abend? Beschreib doch mal ganz kurz. Ja, da war ich schon sehr aufgeregt, sehr nervös, hatte keinen Hunger, konnte nicht schlafen. Aber als ich dann hier in die Halle reingekommen bin, hat sich das alles gelegt mit den Jungs. Die haben meinen Mut zugesprochen und ja, das legt sich immer mehr. Ich hätte auch ehrlich gedacht, dass das irgendwie noch mehr wird während des Spiels. Aber komischerweise wurde es irgendwie immer weniger. Als ich dann reinkam, habe ich einfach gedacht, mach einfach, du kannst nichts falsch machen, sagen wir so. Wem aus deinem Freundes- oder Familienkreis hast du zuerst davon gestern berichtet, dass du im Kader bist? Zuerst davon berichtet habe ich der WhatsApp-Gruppe, in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe, Vater, Mutter und Schwester. Wie war die Reaktion? Ja, unglaublich stolz. Mein Vater konnte leider nicht hier sein, der ist beruflich gerade unterwegs, aber hat sich das Spiel auf Tablet angeguckt und meine Mutter war hier, von daher alles gut. Ist jetzt die Gelegenheit, einen Gruß an die Familie zu richten. Ja, Grüße an die Familie, ne? Mama, Papa, cool, dass du zugeguckt hast. Mama, ich hoffe, gleich gibt es was Gutes zu essen. Ja, das war's. Danke dir, alles Gute. Mensch, Wiedergutmachung war die Parole. Das ist geglückt, oder? Ja, Wiedergutmachung, ist das aufs Hinspiel bezogen? Oder? Ja, das war ziemlich blamabel, aber wir waren zu großen Teilen ein neu formiertes Team und deswegen hatten wir so ein bisschen Startschwierigkeiten, ähnlich zur ersten Halbzeit heute und deswegen bin ich froh,
dass das so funktioniert hat noch. Ja, in der Halbzeit, erste Halbzeit kamt ihr schwer ins Spiel, in der zweiten habt ihr das Spiel mächtig gedreht. Ja, ich fand beide Torhüter auf Lemgoer Seite waren sehr stark, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und wir haben aber nicht aufgehört zu laufen und das war sicherlich der größte Entwicklungsschritt und auch der größte Pluspunkt. 24-24, aus deiner Sicht geht das in Ordnung? Boah, also der letzte Wurf war definitiv extrem glücklich, aber naja, wir haben zumindest alles reingehauen, was wir hatten, deswegen tut ein Punkt ganz gut. Es war vor allen Dingen extrem spannend. Ja, war ein schönes Spiel, glaube ich, ja. Christoph, alles Gute, danke. Ja, sehr gerne.